Hau rein. Und geh rein. Und dann so. Beginnt da. Mana Burn. Und dann geht's los, ne? Ja, dann beginnt das erste Match und da war schon der erste Schlagabtausch. Ja, und da hat Avers direkt den ersten Catch gesetzt. Oh, er benutzt keinen Armor Break, okay. Nee, es ist sehr interessant. Ich bin ja schon der Meinung inzwischen, Armor Break ist deutlich besser beim RF aufgehoben. Weapon Break natürlich sicherlich vorteilhaft, aber gegen den Rune Slayer, der mehr magisch entsprechend ist, aber gilt Weapon Break auf beide Werte eigentlich? Weapon Break geht, soweit ich weiß, glaube ich, sogar auf beide Werte. Oh, okay, dann entsprechend. Aber Akafu, sehr schön. Aber Avers tankt. Avers ist jetzt bei viel, viel MP, hat aber auch beim. Ja, und da kommt schon der erste Machtbooster. Guck, da ist ja, das, was ich ansprach mit der Machtbooster-Aufladung. Das ist natürlich klar, bei der Machtbooster-Aufladung wird das entsprechend genutzt, ne? Und ich glaube, er will hier echt nichts anbrennen lassen. Da kommt auch schon direkt ein Kugelblitz hinterher. Und du merkst halt auch, der Damage ist bei beiden nicht der höchste. Das macht halt diese Schadensresi aus. Natürlich. Und ich meine, es ist macht in diesem K.O.-Match um einiges. Ne? Und Akafu denkt sich bestimmt auch, ja. Oh, da, schön, er setzt einen Big Catch ein. Ja, dann mach ich auch das mal. Auch. Und da kam halt der Versuch von Akafuru, darauf fällt Averse, denke ich mal, nicht rein. Und da ist natürlich was, worauf sich Akafuru echt einstellen muss. Höhere Wut. Averse kann MB in MB machen. Richtig, und da der Kugelblitz und dann natürlich direkt der Mana-Break. Was mir auffällt, was ich gleich noch mir besorgen werde für die Zuschauer, ist eine Mana-Brille. Ach, damit die hast du noch gar nicht. Ja, damit ich Akafurus Mana sehe. Ja, ich habe die Sonnenbrille an. Ach so, ich dachte, die hast du dir schon extra besorgt, weil ich damit direkt gerechnet hatte. Gut, ja, das ist, wäre super. Ich soll im Item-Shop-Inventar reingucken, sagt mir Tsukihiro. Ja, gucke ich jetzt gleich. Ich würde so lachen, wenn da eine Mana-Brille drin wäre, ne? Ja, ganz merkwürdigerweise taucht plötzlich eine auf, aus dem Nichts. A white Mana-Brille has appeared. Jo. Aber man merkt aber schon... du merkst schon, Avers ist hier am Drücker, hat kaum HP verloren und da kommt schon der nächste. Aber ich muss schon wirklich sagen, also das ist wirklich auch durch die hohe MB-Aufladung, die er da wirklich. Ne? Also hätte er nicht die hohe MB-Aufladung, würde ich sie sogar mehr gleich aufsehen. Aber das war aber zu erwarten. Ein Reckless Fist wird viel auf MB spielen, definitiv. Natürlich. Er hat halt und der Kugelblitz natürlich. Der Kugelblitz, er will ja wirklich nichts anbrennen lassen. Ich meine, Avers ist ja halt auch unter Dezimator bekannt und er ist nun mal der Kugelblitzler des Elsword Gameplays. Ja, ja, darunter ist er echt bekannt geworden und wird auch viel, viel gehatet deswegen. Aber viel gehatet, ja. Ich mein, kann aber auch ganz klar sagen, er kann besser spielen, er muss es nicht unbedingt. Und da macht das ganz klar mit dem wilden Ansturm und dem weiteren Machtbooster. Ja, also der Ansturm hat mich jetzt aber persönlich so ein bisschen überrascht. Ja, zu finden so tut das doch. Ja, ich weiß, aber ich denke mal, Speer der Valkyrie wäre da vielleicht eher, ne, nochmal die bessere Wahl als 200 MP-Skill. Ja, ja. Ne? Ja, also, tatsächlich Informationsbrille. Das ist der für 15 Tage. Ja, ist doch schon mal was, ne? Ja, ich würde aber sagen, ich hole mir die erst nach dem Fight. Oder sollte ich die schnell, jetzt schnell holen? Hol die jetzt schnell, das geht ja ruckzuck. Okay. Ganz einfach. Gut. Danke für die Brille, ne? Das ist top. Es ist ja jetzt, das erste Match ist vorbei, ist schon sehr interessant. Ach, was ich nebenbei machen sollte, was ich ruckzuck vergessen habe, es wird jetzt nämlich schon der nächste Kampf freigeschaltet. Das muss ich nämlich noch machen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, damit die Leute schon für das nächste Match wetten können. Daran musst du mich auch ganz, ganz oft erinnern, ne? Ja. Ansonsten ja, vergesse genau, ich das. Die Wetten freischalten, ja. Mhm. Gegen... Also der nächste Fight ist schon mal CBS Fist gegen... Ich muss mir das entsprechend zurechtlegen. So, perfekt ist das dann. X Naohito, so nebenbei. Warte. Ja, versucht die Leute vielleicht auch zwischendurch mal anzuschreiben oder so. Ja Gott, das ist das. Die müssen halt auch entsprechend uns anschreiben dann und entgegenkommen. Gut, also die nächste Wette ist jetzt freigegeben. Ja, und... Entsprechend. Ich bin mal gespannt, ob Akafuru es schafft, sich jetzt im zweiten Kampf darauf einzustellen, auf den Kugelblitz und den Machtbooster. Wenn man damit rechnet, ist es normalerweise möglich, etwas defensiver spielen, den Gegner vielleicht kommen lassen. Ja, ich denke mal so, also bei Avers ist das so eine Sache, man muss ihn wirklich kommen lassen. Man hat es häufig gesehen, wo er mit dem Sprintsprung YX angekommen ist, dass Akafuru doch... Akafuru soll da weg. Ja, der soll ein bisschen weniger AFK sein. Hier, die Razor-Taktik hier. Ja, genau. Ja, das nicht, ne? Also,
Akafuro soll da bitte weggehen. Ja, sonst habe ich nämlich selber Angst, hier irgendwie einen Skill rauszuhauen und nachher voll zu treffen. Das ist eben vor allem der Chor, ne? Der trifft gern mal. Gut, kann ich noch ordentlich. Wunderbar. Gut, stopp! Ja, ich hätte beinahe noch ein X gedrückt, aber die HP von dir sinken bei mir nicht zeitgleich. Das ist ein bisschen komisch. Okay, merkwürdig. Schön, wie du HP dazu bekriegst, dauerhaft. Was? Wer glaubt an Kugelblitz, 20 Kugelblitze? Langsamer, langsamer. Noch ein bisschen. Mach noch einen Schlag. Einen noch. Okay. Gut. Hopp, hopp, hopp. Dann mach mal hier. Sonst töte ich dich direkt. Ja, komm rein. Hohoho. Oh, das war jetzt aber echt, ne? Ja. Mana Burn. Und dann go. Yep. Entsprechend, und schon wieder der erste Hit von Averse, der sehr offensiv direkt nach dem Mana Burn angeht. Das ist krass. Direkt angeht. Und ich persönlich würde ja als Gegner wirklich in eine Ecke gehen, wo ich weit weg vom Gegner. Ja, sowieso. So bin ich generell eigentlich auch. Erstmal weg vom Gegner und dann gucken, was man macht. Ne? Und da der erste X-Drop, den wir in diesem Turnier jetzt sehen. Und mit dem Streufeuer den immer wieder jetzt unten. Natürlich den der Magie-Debuff drauf bei Averse. Und Averse schön getankt, hat jetzt viel MP. Dreimal das verraten, was jetzt kommt, das war zu erwarten. Wobei die Sache natürlich ist, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so schlau ist. Wir haben es beim letzten Turnier bei Keria gesehen, der sehr viel getankt hat. Ne? Und gerade auch in diesem Moment, Akafuro weicht den Machtbooster aus, hat selber genug MP, um den Special Active zu machen, macht aber keinen und rennt Averse da in den Kugelblitz rein. Und da haben wir einen Konter gesehen. Und rotes WOTS ist an, das kann jetzt wirklich nochmal schwierig werden. Ich meine, von den HP her ja, ist aber relativ, da hat er ihn und das rote WTS ist auch schon wieder weg. Also das hat Akafuro echt klasse gemacht. Leider auch relativ offensichtlich wirklich der Angriff von ihm. Und er lässt sich zu sehr von YX catchen. Meiner Meinung nach ist YX wirklich so eine Sache, man kann RFs damit so leicht dann kontern. Aber da kommt jetzt auch der Drop entsprechend nochmal. Akafuro sieht es MP-technisch jedoch wesentlich besser aus. Ja, weil Er sollte vielleicht jetzt wirklich versuchen, seinen Gegner zu catchen, aber er schafft es ja jetzt. Sehr schön. Da war der Kick. Mit dem Kick kam der Drop. Und natürlich der Core-Heal und direkt der MB. Und MB-Fail mit dem X-Drop. Vielleicht ein bisschen zu riskant, gerade in so einem Turnier. Und wäre es wirklich mit seinem Kugelblitz, also er will hier wirklich nichts anbrennen lassen. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, und immer wieder mit dem Konter, den er da setzt, ne? In der Hoffnung, dass er erst vielleicht mit X aufsteht, aber er kennt das natürlich, ne? Dafür hat er oft genug PvP gemacht und... Ja, normalerweise hätte ich da also von den beiden, die sehr erfahren sind, also vor allem von... Aber da mit dem Konter und dann der Fail. Ja. Wobei ich nicht wirklich... Aber ich finde, man braucht dieses YX nicht mehr zu kontern. Ich finde das sogar noch wirklich unnötig risikohaft, das mit dem Konter zu machen. Ich würde da wirklich drauf lauern, dass er das überhaupt so ankommt. Ja. Weil er macht es so oft, ne? Und er ganz ehrlich, richtig oft. Und das kann man so richtig schön auskontern, sich da was rausholen. Das ist so einfach, da entgegenzugehen. Und da finde ich es wirklich schade, da Akafuro eigentlich die Erfahrung als PvPler haben müsste, vor allem bei den ganzen Matches, müsste er wissen, wie man da vorgeht. Weil da ist Averse eigentlich... wie ein zappelnder Fisch im Netz. Aber jetzt wieder der Core-Heal und jetzt hat Averse auf jeden Fall eine Menge MP. Und ich weiß auch nicht, Mega-Explosion, ich verstehe nicht. Oh, das war was schön. War ein schöner Versuch, leider gefällt. Ich verstehe nicht, wieso Akafuro Mega-Explosion gegen ihn macht. Er weiß, Averse hat viel MB-Aufladung. Und sind viele Hits, ne? Ja, ist halt so eine Sache. Ich bin auch mehr der Meinung, wirklich beseeltes Schwert inzwischen. Ich weiß nicht mehr, was bringt ein Mega-Explosion großartig. Und da wird er anschauen. Ja, da anschauen, muss ich finden, das ist das 2-0. Das 2-0. Damit ist Averse auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall weiter. Das dritte Match wird natürlich gespielt. Das dritte Match wird gespielt aufgrund der Wetten. Ja. Und ich weiß nicht, was Akafuru manchmal macht, weil diese Mega-Explosion schön und gut. Damit sie gibt dem Gegner MP und viel MB. Und gerade gegen so einen Gegner wäre das beseelte Schwert in meinen Augen wesentlich besser. Muss man halt dann eben schauen. Das und ist halt, ich soll dir irgendwas sagen, es gibt wohl ein Problem. Das wäre? Mit deiner Website. Okay, welche? Das weiß ich nicht.
Aber mir wurde gesagt, du sollst dich an einen Website-Techniker wenden, es gibt da ein Problem. Ja, wenn dann bitte entsprechend das Problem ausführen, ne? Und detailliert benennen. Und dann kann man sich drum kümmern. Ich glaube, unser Website-Techniker ist auch entsprechend im Chat vorhanden, dass sich dann darum gekümmert werden kann. Gut, bist du bereit? Jo. Ja, es wurde ja größtenteils wirklich 3-0 für Avers getippt, ne? Mal schauen, ob es wirklich zum 3-1-0 Wo bist du? kommt. In der Mitte Ganz treffen. links. Ah, Ah, okay, links treffen. komm, hoch, hoch, hoch. Hopp, Gut, hopp. dann mach schnell. MB, los, komm hier. Dir wurde gesagt, du sollst im Chat schauen. Ah, Gott. Ja, vor allem im Chat schauen. Sie können, ich kann ja auch so schön im Chat gucken wie du, ne? Du passt ja auf, dass du mich nicht hörtest. Ja, ich gucke auch, dass ich keinen anderen irgendwie angreife oder so. Also ich kann da auf die Schnelle nichts rauslesen, ne? Und kann ich gerne nach dem Match machen, kurz, ne? Aber jetzt. Stopp! Ja. Ich du habe kriegst ja jetzt noch keine einen kleinen Heal, deswegen wird das Gear. Zeit. Stimmt ja auch. Dass du mich danach auch nochmal kurz haust, ne? So am besten. Je nachdem, wie Die viel wunderbare Buch. Gear geheilt wird. Hm? Ja, das geht schon. Aber das kriege ich runter. Ja, mach mal ein Alter, bisschen, sag mach mal mal ein ganz bisschen. ehrlich, ja, ich warte kurz ab, weil du eben echt extrem viel HP verloren hattest. Stopp! Gut. Setz dein Feuer. Los. Ja, gut. ZZ. Gut. Gut. Natürlich Phosphoren. Jeder darf noch spenden. In Ordnung, also bei der Website bitte kurz abwarten. Gibt Ablaufprobleme, was da angeht. Es wird sich drum gekümmert und dann geht es dort auch weiter. Dankeschön. Gut, und jetzt beginnt der Und dritte los Fight. geht's. Ich Ja. bin gespannt, ob Akafuro. Das Ja! nochmal schön und. Warum bricht er seine Combo da ab? Ich Ich glaube, weiß nicht. da hatte er, wollte er was anderes drücken, hatte vielleicht noch nicht die MP dafür. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein. Ob er da vielleicht irgendeinen Skill machen wollte. Da auch mal, die Sache ist, ne? Jetzt versucht, glaube ich, Averst ein bisschen mehr was Schöneres zu zeigen, Ja. auch sehr schön, Ja, ne? weil er ist sowieso schon weiter. Vielleicht verzichtet Denkt er er sich jetzt jetzt zeigt er mal auch, dass er was anderes drauf dass er hat. auch vernünftig spielen kann. Ja, weil du siehst schon da. Ja, Ja, gut. aber da jetzt der Fail, ne? Der Er Fail, spielt aber. deutlich lockerer. Deutlich schöneres Er Gameplay kann auch jetzt zu auch sehen. lockerer spielen, aber. Vielleicht lässt er den MB jetzt komplett weg und da schon wieder mit dem Konter. Ja, schön und gut mit dem Konter, aber da Ich musst du finde, auch der Konter ist da nachsetzen. wirklich an der falschen Stelle. Da kann man so auch kontern. Wirklich. Und der Konto, ja. Der Konto ist da wirklich risikohafter, weil er dann eben für den Moment stillsteht und dann sozusagen sich nicht bewegen kann. Abi sagt, du sollst in deinen FL-Chat gucken. Also drück mal G. Ich guck schon da. Ich habe schon auf nebenbei. Aber dann wieder der Kugelblitz. Und auch da. Ja, schön und gut. Und ja, diesmal hat es Ja, geklappt. diesmal hat es Aber geklappt. die Sehr schön. Mega-Explosion ist, wie ich eben sagte, das absolut falsche Werk gegen den Reckless Fist. Es gibt einfach viel, viel, viel zu viel MP. Aber es will aber auch den dritten Kampf wahrscheinlich hier gewinnen. Macht ja auch keine halben Sachen. Und Kugelblitz. Es ist halt ein ziemlich böser Skill. Und dadurch, dass er halt diesen Umfang hat, in alle Richtungen, kann er dem Gegner auch ganz schön nerven. Aber das ist halt das, was ich meinte, von wegen, du musst gegen Reckless Fist echt relativ defensiv gehen. Und wenn du weißt, er hat MP-Gain und er hat den Machtbooster-Gain, du musst gucken, was der Reckless Fist macht. Nicht selber offensiv werden, sondern Reckless Fist offensiv werden lassen. Und dann Ja, das ist kontern. eben so die Sache. Weil ich finde, Reckless Fist, was die Catch angeht, ist so. Ja, im Übrigen zur Website war ein Fehler meinerseits. Ich habe vergessen, das entsprechende Ergebnis einzutragen. So gab es einen kleinen Fehler bei der Seite. Okay. Entschuldigung deswegen. Das wurde jetzt behoben und ne. Denkst du an die nächste Wette? Ja, klar. Da müssen wir erst das entsprechend abwarten. Die nächste Wette habe ich ja schon eingetragen. Deswegen wurde das ja schon, deswegen kam der Fehler überhaupt.
Und da wieder der Combo-Fail. War schöner Versuch mit dem Undercross da von Akafuro und jetzt catcht er ihn schon wieder. Und das ist das, was ich meinte, den Gegner kommen lassen. Aber erst will ich ihn natürlich tanken, will natürlich seinen typischen Finisher machen. Die Sache ist wirklich, also ich finde, was Death angeht, ist halt die Sache einfach der Korn unglaublich im Vorteil und hier im Freedern auch. Ne? Da auch, und da ist es. Doppel. Und natürlich der wilde Ansturm, einfach zum Finishen. Das ist so sein Finisher, das hat er mir vorher angepriesen. Deswegen schreibt er auch am Ende immer Wild Charge. Aber Akafuro scheint es auch ganz locker genommen zu haben. Ja, muss das so sein. Schade, dass man so früh rausfliegt, glaube ich, für alle Leute. Aber so haben wir es halt von Anfang an gesagt. Das erste Match ist eine K.O.-Runde, damit es einfach zeitlich erpasst. Wir können keine 128 Spieler in Gruppenphasen packen. Das ist einfach zu viel. Ist halt leider so, ne? Ich gucke dann auch ganz kurz mal so. Also, also war schon echt ein schlechter Match von beiden Seiten her aus, ne? Ist halt jetzt leider dann doch, sehr klar ausgegangen. Ja. 3-0. Ich habe mir ein kleines, vielleicht eine kleine Überraschung mit einem 2-1 gewünscht. Und auch Avers schreibt hier, Mega-Explosion gibt ihm fast eine Perle. Das ist das, was ich meinte. Das ist halt, ne, ist halt leider so, muss man eben wirklich mit leben. Avers entsprechend weiter. Ja. Ja, wir sind alle wegen dem Money hier. Money. Es konnten beide doch schon was zeigen. Ich hätte ein bisschen, was die Erfahrung angeht, wirklich mehr Mindgame erwartet. Da habe ich nicht viel gesehen. Es war ein sehr, sehr offensives Spiel. Viele Random-Angriffe, die aber gut gegangen sind. Weil Akafuru teilweise aber auch falsch gehandelt hat. Was ich meine, gerade bei dem Sprintsprung YX von Avers. Wenn er da defensiver spielt, kann er über ihn drüber springen, von der anderen Seite angreifen oder halt im Frontal, falls Avers den zweiten X-Schlag nicht nachsetzt. Hat er nicht gemacht. Und dementsprechend hat Avers das Ding hier 3-0 gewonnen, ne?